So, und damit herzlich willkommen zum neuen Vlog. Was macht ein Landwirt, wenn es 80 Liter geregnet hat? Genau, Mittagsschlaf. Nein, wir machen OKF. So, und ich dachte, wir gucken uns jetzt einfach mal die Bestände an, wie die aussehen nach so viel Regen. Es war zum Glück nicht so schlagartig, sondern ja, es hat ja letzten Freitag schon mit 20 angefangen. Das heißt, Alter, in den letzten 7 Tagen 100 Liter Regen. Ach, ich bin arbeitslos. Es ist wirklich angenehm, weil ich werde gleich noch ganz entspannt den Düngersteuer waschen. Das hatte ich nicht gemacht, die Tage. Und dann ist erstmal wieder Wochenende. Aber ich dachte, es ist ganz interessant, mal zu sehen. Wir hatten zum Glück keine Unwetter, sondern es kam so, also erst die 20 Liter am Freitag und dann fing das an mit leichten Landregen, dann richtig. Und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt. Das war echt angenehm. Also sprich am Abend 20, dann nochmal spätabends irgendwie 18 und über nächsten Tag verteilt nochmal irgendwie 30 und dazwischen irgendwie noch was, damit das so irgendwie 85 Liter ergibt. So, und jetzt wollte ich mal gucken, ob sich der Roggen hingelegt hat. Ah, ich sehe, da wo es schwerer wird, beziehungsweise nasser wird, die Ecken, da hat er sich hingelegt. Ich dachte erst, war nicht so viel, aber ja, scheinbar doch. Das ist natürlich auch die mit einer der stärksten Roggenflächen hier, zum Glück auch mit einer der größten Flächen. Ja, Lagergetreide, gut, kann man jetzt nicht ändern. Ist natürlich ätzend zu ernten, aber man kann es noch ernten. Es ist kein hundertprozentiger Verlust. Ich stehe gerade übrigens auf meinem Auto drauf, damit ich so ein bisschen Übersicht habe. Und ich habe auch schon gesehen, der Jäger ist da hinten gerade lang gefahren und dachte sich so, hä, was ist da denn los? Ne? Wieder ziemlich unangenehm. Da stehst du schon richtig in der Pampa drin und hast trotzdem noch gesehen. Ne? Ich bin auch gar nicht weiter durchgefahren, weil hier, ich meine, hier war alles schon gut platt gefahren. Und dadurch, dass ich auch nicht nochmal beregnen werde, jawohl, dadurch, dass ich auch nicht nochmal beregnen werde, werde ich hier auch nicht nochmal reinfahren. Und deswegen brauche ich da mit dem Auto jetzt auch nicht drin rumtoben. Deswegen nur diese Fernaufnahme von dem Lagergetreide. So, wir werden uns gleich aber auch den Weizen angucken und mal auszählen, ob das Weizen überhaupt was gebracht hat. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe keinen Göttinger Zähl- und Schätzrahmen. Deswegen haben wir uns da selber was gebaut. Oder ich mir. Einfach aus dem Gliedermaßstab, ne? Aus dem Zollstock. Einfach was zurecht gemacht und dann erstmal hochgerechnet, was ich das multiplizieren muss, um auf einen Quadratmeter zu kommen. Das hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis ich es raus hatte. Naja, gucken wir uns an. Wir gucken uns die Karotte an. Die Gerste fahren wir dran vorbei, aber so gibt es da nicht viel zu sagen. Und ja, bleibt gespannt. Samstagsbeschäftigung. So, wir sind Tyson und ich. Wir stehen gerade im Weizenfeld und eine Sache kann ich mir nicht erklären. Auf der Strecke, die ich nicht geweizt habe, das ist der Bereich hier, bis zur nächsten Fahrgasse, hier ist überall Dinkel. Warum ist auf dieser Breite hier Dinkel? Gut, hier geht es so ein bisschen nebenan auch weiter und auf dem Rest nicht. Was hat denn das Weizen mit dem Dinkel zu tun? Ich habe ja nicht die Pflanzen mit rübergenommen oder so. Das geht ja. Also, das ist ja auch die Fläche, die ich als erstes geweizt habe. Und hier war auch noch nie Dinkel drauf. Und das war auch die letzte Fläche, die ich mit Weizen gedreht habe. Wir wollen jetzt aber mal vergleichen. Das Geweizte zu dem Ungeweizten. Und ich hoffe, man kriegt das jetzt ein bisschen hin, weil man sieht, hier überall sind mal so eine Fehlstelle drin und sowas. Deswegen, normal wirft man das irgendwo hin und da, wo es liegen bleibt, das nimmt man natürlich. Ich habe jetzt keine Lust, hier 30 Auszählungen zu machen. Deswegen nehmen wir uns, glaube ich, da einfach einen dichteren und hier was Dichteres raus. Ist natürlich auch falsch, ne? Man sieht ja so, ne? Naja. Deswegen, ich mache jetzt einfach mal so. Und jetzt zählen wir mal die Ähren auf dem Bereich. 1, 2, 3, 33, merkt euch das. Jetzt mache ich nochmal so. So, kommst du entweder mit rein oder bleibst draußen. 1, 2, 3, 4, 31. Ja, sagen wir 32 ehrentragende Halme. Zur Ertragsschätzung mache ich jetzt noch nichts. Das machen wir dann nachher Blüte, wenn die Körner sich füllen und man da ein bisschen mehr rauskratzen kann. Erster Eindruck ist dichter, wenn ich hier durchgehe. Sieht homogener auch aus. Klar, da hinten wird es jetzt trocken. Ne? Das heißt, wir müssen uns in dem Bereich jetzt mal aufhalten. Aber
Er wirkt erstmal anders, ne? Rein optisch. So. Eins, 25, okay. So. 34. Wenn wir hier noch mal, ja, da hinten wird es wird zu trocken hier, sonst ist kein Vergleich mehr da, ne? Oder wir gehen da auf diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ja, mehr Ähren sind nicht da, ne? Jetzt kann man noch es so machen, wo will mein Hund hin? Hey! Tyson! Jetzt können wir das noch so machen, dass ich mir einfach mal so ein paar schnappe. Ah, ich glaube, er will einen Schatten. So. Und jetzt schnappen wir uns von der Seite noch ein paar. Greife ich auch einfach mal so rein. Und jetzt nehmen wir beide mal mit. Dann gehen wir mal zum Auto, gucken uns die Pflanzen noch mal im Direkten an. Aber so. Jetzt die Frage, war der Weidzeitpunkt scheiße? Weil irgendwie sieht der Streifen ja sogar noch am besten aus, oder? Ich hatte ja gesagt, dass ich relativ spät losgefahren bin. Ich meine, der Bereich sieht lückiger aus, ne? Und diese Lücken gibt es da drüben nicht unbedingt, wenn man so vorbeigeht. Kann sein, dass meine Auszählung gerade scheiße war. Na und, wollen wir gleich mal am See fahren oder so? Mir ist viel zu warm hier heute. Ich wollte ihn trotzdem nicht daheim lassen. So, jetzt haben wir. Ähren von der Länge von 10 bis 12, ja, hier von 9, ne? Ich meine, eine große ist ja dabei, aber selbst die ist nur 10 cm. Jetzt können wir uns die Blattgesundheit noch angucken. Wir haben hier ein wenig Mehltau auf den unteren Blattetagen. Das Fahnenblatt ist aber soweit gesund. Diese Stellen hier sind noch ein bisschen Frostschäden. Aber an und für sich eine gesunde Pflanze. Wie gesagt, unten nur ein bisschen Mehltau. Und hier auf den Pflanzen haben wir auch ebenfalls unten Mehltau. Hier ein paar Fraßfenster vom Getreidehähnchen. Aber im Grunde sehen die Pflanzen auch gut aus. Tja, Fazit? Zieh mal ein Fazit jetzt. Ihr habt es gesehen. Was würdet ihr denn sagen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich meine, rein optisch ist der Part grüner, aber wenn man durchguckt, auch lückiger. Ja, jetzt die Frage, was wäre, wenn man eher losgefahren wäre, richtig in der Bestockung? So hat man jetzt natürlich den größten Halm damals einem mitgegeben, dass alle gleich hochwachsen. Das hat sich ein bisschen gezeigt. Und man hat die Kahlstellen nicht, ne? Ob er sich da besser verwachsen hat oder wo dann das dann liegt. Ich mag da jetzt gar kein Fazit zu geben. Das tut mir jetzt echt leid. Das ist ja echt traurig jetzt. Naja. Kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen die Sommergerste an. Und die Karotte und dann sehen wir uns gleich wieder. Er mag das Wasser. Man darf ja eigentlich nicht sein, aber einmal schnell baden lassen wird wohl keinen stören, hoffe ich. Naja, bis gleich. So, wir stehen jetzt auf meinem Lieblingsacker dieses Jahr. Und zwar auf dem Acker, wo die Karotte am besten steht. Ah, so nicht, ja? Nein.
Also ihr wisst, wie ich das meine. So, und wir sehen, da ist noch eine Menge Ausfallkartoffel aufläuft. Wir hatten die Fläche mal vor 2 Jahren getauscht. Da hatte jemand Kartoffeln drauf. Und ja, da sind so ein paar Sachen so gelaufen, wie ich sie mir nicht erhofft hatte. Und deswegen haben wir jetzt immer noch ein bisschen mit Kartoffeln zu kämpfen. Trotz Flug. Naja. Es ist halt auch kein richtiger Winter mehr, ne? Dass man sagen kann, okay, jetzt sind 2 Wochen richtige Minusgrade, dass so eine Kartoffel kaputt frieren kann. Ne? Das ist jetzt auch so ein kleines Problem. So, jetzt kommen wir zur Karotte. Wir sehen im Bestand kein Dünger mehr liegen. Das ist sehr gut. Nur noch ganz vereinzelt. Das heißt, der Dünger ist richtig perfekt in den Boden gekommen. So, wie es mir oft hatte. Deswegen habe ich 3 Tage vorher noch richtig Attacke gemacht. Hund, hör auf! Da sammelt sich Steine. Deswegen habe ich 3 Tage vorher noch richtig Attacke gemacht, um den Dünger, der jetzt raus muss, noch rauszukriegen. Weil jetzt, er ist direkt pflanzenverfügbar. Ne? Ich habe hier Kalkamon gestreut. Davon hat jetzt die Karotte was. Der Harnstoff, der hat auch Wirkung im Mais. Und ja, der Kali ist auch weg. Ne? Also davon hat die Pflanze jetzt wenigstens was. Ja, und zur Karotte allgemein zu sagen, trotz der 4 Herbizidmaßnahmen sieht die gut aus, keine hellen Spitzen. Oh, das ist ein doch Tatsache, noch ein Tornado zu sehen. Man sieht, die Sonne peitscht so dolle, dass es oberflächlich doch schon so abgetrocknet hat, dass eine Erosion zustande kommt. Verrückt, oder? Die Sonne peitscht natürlich wieder, aber man sieht's, ja, wir haben genug jetzt, ne? Meckern auf hohem Niveau jetzt erstmal. Ah, ja. Sonst, man sieht bei kleineren Pflanzen hier noch das Keimblatt. Unterschied zwischen Keimblatt und Laubblatt ist einfach, das Keimblatt ist quasi das erste Blatt, was der Samen bildet, um aus dem Boden zu kommen. Und dann, nachdem es dann die beiden Keimblätter gebildet hat, folgen dann die Laubblätter, über das es dann die Photosynthese betreibt und die Nährstoffaufnahme und wie auch immer. Beziehungsweise ja, Nährstoffaufnahme ist relativ, maximal flüssig, dann über Bohr oder anderen Spurennährstoffe, die ich dann über die Spritze mit aufnehmen lasse. Jetzt können wir uns mal eine größere Pflanze raussuchen. Ich mag hier gar nichts rausziehen, muss ich ehrlich sagen. Den hier, den ziehen wir raus. Der sieht ein bisschen angefressen aus. Ist aber auch nicht zu klein. Ich habe natürlich jetzt keinen Spaten mit. Wie machen wir das am besten? So, wir sehen, die Frucht bildet sich schon. Eine sehr schöne Pfahlwurzel. Das heißt, ja, noch 2-3 Mal Regen. Und wir sehen immense Fortschritte. Ich sehe es beim Berufskollegen aus dem Ort. Seine Karotten kamen ein bisschen eher in den Boden als meine. Und da sind wir sogar kurz vorm Reihenschluss schon. So, deswegen, also viel mehr kann ich auch nicht zu sagen. Ne? Wir haben jetzt die 2. Gabe gegeben, einfach um keine Seitschäden zu haben. 200 Kilo Kali, 60 Kilo Stickstoff. Und jetzt ein paar warme Tage, nochmal ein bisschen Regen hinterher. Und lass wachsen, ne? Genau. So. Das war's auch mit der Karotte jetzt. So, Gerste ist hinter mir. Hier kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Habe ich auch am Mittwoch erst, beziehungsweise Donnerstag. Wir warten ab. Ob der Regen dafür gereicht hat, weiß ich nicht. Mag sein. Dann ist die Sommergerste auch soweit durch. Der Roggen ist durch, Weizen müssen wir sehen. Habt ihr ja gesehen. Gerade da auf dem Boden, wo wir eben waren, da ist ja ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist es nur noch Mais und Karotte. Und ich denke, ich beende das Video auch hier. Jetzt wisst ihr, wie die Felder aussehen, was der Versuch gemacht hat. Dinkel gucken wir uns jetzt nicht an. Da ist auch relativ, weil die Bodenunterschiede zu groß sind. Und ja, in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, wo will mein Hund hin? Hey! Tyson!